Ja, hallihallo. Ich würde euch nochmal ganz kurz ein Video machen. Wenn ihr das seht, müsstet ihr eventuell, also solltet ihr das mit dem Sebenza schon gesehen haben. Ja, genau. So, also jetzt würde ich euch ganz gerne noch ein weiteres Messer vorstellen, was ich auch gegen einen Sahn getauscht habe. Diesmal gegen das ganz neue Sahn. Und das alte mit der Axtschraube habe ich behalten. Das werde ich auch behalten noch. Und ja, genau. Einige von euch denken sicher auch, da hat er aber einen schlechten Tausch gemacht mit einem Sascha Thiel Officer. Aber das ist erstens ein besonderes Officer und zweitens war dieser Tausch mit Wertausgleich. Ja, auch über Facebook hat er mich angeschrieben, jemand, und hat mir das angeboten. Und erst zuerst dachte ich, nachdem ich hatte schon Officer, und da dachte ich mir, ja, gut, schönes Messer, aber ist mir nicht wert, gegen einen Sahn zu tauschen. Dann hat er mir aber erzählt, was das für eine Version ist. Und zwar ist es das Sascha Thiel Officer V3 in der G-Gear-Version. G-Gear, wer es nicht kennt, unbedingt mal vorbeischauen. Super Laden aus München von Steff und Georg. Ja, super Messer, haben auch immer wieder ausgefallenere Sachen, also Strider. Freeman, was haben sie noch? Claude. Ja, also wirklich echt viel. Ja, zum Beispiel Reati verkaufen sie auch. Also hier einfach mal unter www.g-gear.com schauen. Haben auch super schöne Beats, zum Beispiel von Lions Armory oder Cordura Sachen, also Taschen und sowas. Also wie gesagt, schaut da einfach mal vorbei. Sind super nett, Steff und Georg. Und ja, genau, von denen hatte ich schon mehrere Messer. Unter anderem die Reati waren von G-Gear. Ich hatte den Sascha Thiel Haarfang, hatte ich auch, also das Fixblade, das erste. Jetzt gibt es ja noch ein neues, ich glaube, es heißt Axiom. Das finde ich auch super geil. Und was hatte ich noch? Ja, ein Officer. Genau, das war es eigentlich. Aber wie gesagt, und auch super Service. Also, ich habe mir den Pocket Clip von meinem Reati Hilz verloren und die Steff hat sofort zurückgeschrieben, dass das überhaupt kein Problem ist und dass sie da mir einen neuen schicken kann. Ja, gut, jetzt weiter im Text. Hier, nur falls ihr wundert, dass es dunkler ist, da ist mir ein Tropfen Öl drauf geraten. Das hat sich ein bisschen im Mikata verfärbt. Weiß nicht, muss ich noch rausputzen. Also, die G-Gear-Version habe ich mit der Steff geschrieben und diese Version gibt es nur zwei oder dreimal. Sie ist sich nicht sicher. Und hat auch ein bisschen mehr gekostet als die andere Version. Und zwar ist hier so ein Acid Stonewash drauf quasi. Und die grüne Mikata-Schale. Und diese Version gibt es halt so nicht so oft. Unter anderem ist auch die Lockseite ein bisschen dunkler. Und der Pocket Clip auch. Also ist schon eher was Besonderes. Genau, wie gesagt, wurde für G-Gear extra angefertigt von Sascha Thiel. Und ja, ist halt eine Sonderedition. Aber wie gesagt, habe auch mit Wertausgleich getauscht gegen das Sahn. Und genau. Für Leute, die sich nicht ganz so mit den Officers auskennen, also, oder beziehungsweise mit Sascha Thiel, Sascha Thiel, jetzt habe ich schon einen Wurm, ist ein französischer Messermacher. Der hat das Citizen zum Beispiel, das hat G-Gear auch. So ein schöner Titan Gentleman's Folder. Die Officer-Reihe, Haarfang, Nexus, also das kleinere Neckknife und wie gesagt, ich glaube, das neue heißt jetzt Axiom oder Axiom. Hat er jetzt auch gemacht. Ja, das sind Mid-Tex, also keine Customs, sondern war auch keine Serienproduktion, sondern halt mittendrin. Und genau, bei den Officer gibt es verschiedene Versionen. Einmal, ich habe jetzt V3, also die dritte Version. V2 hat einen geschlossenen Backspacer bis dahinter. Und V1 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber V2 hat den Backspacer bis dahinter, V3 hat nur so einen kurzen Backspacer. Ja, also wie gesagt, hier Titan. Hinten mit einem schönen grünen Paracord-Lanyard, mit noch einem Mikata-Bead dran, Acid Stonewash. Hier das Logo, mal schauen, ob ich es eingefangen bekomme. Hier das S mit diesem Kreuz oder Stern, was es sein soll, von Sascha Thiel, also ich denke, oder T, beziehungsweise von ST. Seine Initialen, oben Jimpings, der Anschlag. Also an sich echt ein schönes Messer.
liegt top in der Hand. Also bei mir passen locker alle Finger hin. Foregrip passt auch alles hin. Super schön führig und durch die dünne Klinge schneidet es auch echt gut. Ja gut, das wollte ich euch auch nochmal gezeigt haben, dass ihr seht, was bei mir neu war. Und ja, ich würde mich über Verbesserungswünsche, Kommentare, Daumen hoch, alles würde ich mich freuen. Ihr dürft mir auch gerne eine PN schicken, falls ihr Fragen habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Servus.